Korsig. Sie sind Herr Korsig. Okay, dann darf ich Sie bitten, Sie sind für Herrn Lindner da und würden dann bitte in seinem Auftrag jetzt die Frage stellen. Vielen Dank. Die Frage lautet, warum wird die Polizeiverordnung, die den Straßenverkauf von Alkohol am Freitag und Samstag ab 22 Uhr in der Äußeren Neustadt verbietet, nicht aufgehoben? Unterfrage, sind seit der Einführung der Polizeiverordnung Kriminalität und Lärmbeschwerden in der Äußeren Neustadt zurückgegangen? Wie viele Einzelhändler für Lebens- und Genussmittel, also Spätshops, Zigarettenläden, Gemüsehändler etc., haben seit der Einführung der Polizeiverordnung in der Äußeren Neustadt ihr Geschäft geschlossen? Und in welcher Höhe haben sich die Kosten für die Müllbeseitigung in der Äußeren Neustadt seit Einführung der Polizeiverordnung gesenkt? Herr Bürgermeister Sittler beantwortet die Fragen. Die Polizeiverordnung ist auch aus gegenwärtiger Sicht nach wie vor wesentlicher und wichtiger Bestandteil des Maßnahmekatalogs zur Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit in der Äußeren Neustadt. Insofern ist eine Aufhebung der Polizeiverordnung aus Sicht der Verwaltung und auch aus Sicht des zuständigen Polizeireviers nicht angestrebt. Im Hinblick auf das Thema Rückgang von Kriminalität und Lärmbeschwerden, im konkreten Sinne der Fragestellung wird dazu keine Statistik erfasst, weil es natürlich nach wie vor zahlreiche Lärmbeschwerden gibt, die eben aufgrund anderer Ereignisse damit zu tun haben. Das heißt, dass man jetzt eine einzelne Lärmbeschwerde oder eine einzelne Straftat in jedem Einzelfall dort zuordnen kann. Richtig ist aber, dass einerseits diese Polizeiverordnung einen Effekt hat, das sehen wir auch an den durchgeführten Bußgeldverfahren, die insofern natürlich auch einen präventiven Charakter hat, dass insofern zumindest kein weiterer Anstieg der entsprechenden Probleme zu verzeichnen ist. Denn der Stadtteil ist ja durch Zuzüge bzw. durch den weiteren Ausbau des Angebots dort doch noch zunehmend attraktiver geworden. Im Hinblick auf Einzelladenschließungen gibt es auch im Sinne der Fragestellung keine genaue Statistik. Im Übrigen wäre zumindest die Frage, inwieweit Zigarettenverkauf bzw. Gemüsehandel ein Problem haben sollte, weil man keinen Alkohol verkaufen sollte. Das steht ja nicht in einem unmittelbaren Zusammenhang. Die Kosten der Reinigung können wir als Ordnungsamt sowieso nicht, aber auch gesamtstädtisch jetzt nicht in einem unmittelbaren Zusammenhang mit der Polizeiverordnung einzeln beziffern, weil natürlich nach wie vor auch das Thema Müll ein zunehmendes Problem in bestimmten Problembereichen ist. Deswegen haben wir ja auch, Kollege Hilberts hat es in einer anderen Fragestellung ja auch angeschnitten, an verschiedenen Stellen einzelne Schwerpunkte mit Papierkorbkonzepten und sonstigen Dingen als Gegenmaßnahmen gemacht. Insofern gesamtreinigungstechnisch nach wie vor ein hoher bzw. steigender Anteil. Insofern wäre meine Aussage dazu, dass wir zumindest weiteren Anstieg verhindert haben. Okay, dann habe ich eine Nachfrage. Unter welchen Umständen oder gerne auch wie lange wird dann diese Polizeiverordnung noch aufrechterhalten? Solange sich an dieser grundsätzlichen Einschätzung jetzt zunächst nichts ändert, wird sie aufrechterhalten. Ich will an der Stelle sagen, deswegen habe ich diesen Gesichtspunkt der präventiven Wirkung auch aufgegriffen. Nach meiner persönlichen Einschätzung, die ja auch von vielen Gesprächen mit Anwohnern, Gewerbetreibenden und auch Hauseigentümern geprägt ist, ist das ein Baustein in ein Gesamtkonzept einer Architektur in der Neustadt, der einerseits Abstand nimmt von Totalverboten, aber eben auch Abstand nimmt von einer absoluten Liberalität, dass alles erlaubt ist. Und genau diesen Interessenausgleich finden wir in der Zuschriftenlage, die wir von einzelnen Bürgern bekommen, regelmäßig wieder. Das heißt, so wie einige wie Sie in die Richtung gehen, man müsste es wieder lockern, bekommen wir zahlreiche Anforderungen, diese Vorschriften noch deutlich zu verschärfen. Insofern sagen wir, wir haben, glaube ich, im Moment ein gutes, gesundes Mittelmaß gefunden. Okay, vielen Dank. Bitte. So, herzlichen Dank. Ich